wesentlich fantastischer ist, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Das Aber ist nur man muss der Realität auf die Spur kommen und man darf nichts im Vorhinein hineininterpretieren, sondern nur die Tatsachen belegen und beweisen. Letztendlich genau das, nicht das, was man sich wünscht, sondern das, was wirklich war. Ja. Wir sind fast am Ende unserer Sendung, wir haben noch so circa 5 Minuten. Ich möchte noch ein bisschen jetzt beim Ausblick auf das Ganze darauf zu sprechen kommen, und jetzt gehören wir wieder zurück in die Steiermark, also das, was das meiste der Forschung, das wir betreiben, passiert ja hier in der näheren oder in der Umgebung von Graz in der Steiermark. Naja gut, wir waren 30 Jahre in Asien unterwegs. Ich meine jetzt bezogen auf unser heutiges Thema, auf das Buch. Ja, ist klar. Sie haben seit 50 Jahren, glaube ich, sind Sie in Höhlen unterwegs und forschen und so weiter. Ja. Also, aber der wirklich interessanteste Fund gelang Ihnen gleich im eigenen Hinterhof quasi. Ja, dort, wo wir es nie vermutet haben. Dort, wo man es nie vermutet. Es gibt doch auch Hinweise auf sehr ausgedehnte unterirdische Anlagen. Können Sie da ein bisschen was, hier in der Steiermark, können Sie da ein bisschen noch erzählen, was da so möglich ist und was Sie jetzt dann gerade dran sind in nächster Zeit, so quasi als Ausblick? Ja gut, wir wollen also im Frühjahr noch also diese Schottergänge einmal gezielt erforschen, weil das doch ein Phänomen ist, mit dem wir uns eigentlich, wir sind eigentlich nicht vertraut damit. Das ist ein ganz ein neues Phänomen, was wir haben, und nach den Zeugenschilderungen soll es sich wirklich um sehr lange Gänge handeln, die in mehreren Stockwerken untereinander angelegt worden sind. Ob das der Tatsache entspricht oder nicht, das wird die Zukunft weisen. Also das sind einmal, und natürlich unsere Untersuchungen im Umfeld von Vorau oder nördlich von Hartberg, das wird natürlich weitergeführt, weil dort haben wir so viele neue Objekte, die wir ständig neu untersuchen, wo wir neu reingehen, uns das anschauen, wie lang sind sie. Die meisten sind ja zu verschüttet, zugeschwemmt, leider. Also man müsste dort wirklich jahrelang arbeiten, um wirklich tiefer reinzukommen, wenn es Fortsetzungen gibt. Ne? Das meiste ist ja durch die Oberflächenerosion verschüttet. Sie müssen bedenken, ich meine, das sind Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende, und wenn Sie die heutigen Regenfälle anschauen, dann sehen Sie ja, wie schnell das Wasser erdreich mitnimmt. Wir haben also Gänge im Vorraum gehabt, die in den 70er Jahren noch aufrecht, vom Eingang her aufrecht begehbar waren, und innerhalb von nur 35 Jahren sind diese Gänge auf 22 Meter Länge bis zur Decke, da war nicht einmal ein Zentimeter frei oben, waren die verfüllt. Also wir haben da bis zu 30 Tonnen an Schwemmsand herausgeholt, um überhaupt hinten weiterkommen zu können. Und das händisch. Ne? Was würden Sie sich wünschen, dass in den nächsten Jahren passiert? Ich meine jetzt für Ihre Forschung. Ich meine, man kann ja inzwischen, eigentlich kann man ja schon sagen, die Geschichte muss neu geschrieben werden. Die Frage ist, in welchem Umfang? Ja, ist das eine? Wir brauchen jetzt noch also die letzten Beweise. Also Beweise, ne, die. Für das Alter. Für das Alter, ja. Für die Altersdatierung. Das heißt, diese Zahlen, die wir jetzt vorher genannt haben, 5.000 bis 7.000 Jahre, die sind noch nicht hundertprozentig in Stein gemeißelt. Da müssen sie. Weil es sind Streufunde beispielsweise, die in den Gängen gefunden wurden. Allerdings ein Streufund kann auch im Nachhinein hineingelangt sein, auch wenn er jungsteinzeitlich ist. Also das sagt noch lange nicht, dass da irgendjemand in der Jungsteinzeit drin war. Streufunde sind, der Name sagt es ja schon, Streufunde. Die hat jemand ausgestreut. Die hat jemand ausgestreut, verloren. Ja. Und da kann man nichts ableiten. Oder nur schwerlich. Also da findet man irgendeinen Fetzen und sagt, ja, der ist jetzt 400 Jahre alt und deshalb ist der Gang 400 Jahre alt, was natürlich jetzt übertrieben ist. Ja gut, aber man kann sagen, der ist vor 400 Jahren begangen worden. Ja, ne? Aber man sagt ja dann meistens, der ist jetzt 400 Jahre alt. Ja, das ist die Fehlinterpretation. Ja, genau. Also das ist ein Schmarrn. Unter Mindestalter verstehen wir in der Wissenschaft ein Alter, das ganz konkret angibt, so alt ist das Objekt, aber es könnte auch älter sein. Mhm. Und in den meisten Fällen ist es auch älter. Mhm. Ne?
Ja, aber das Mindest geht dann meistens unter. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Was ist so das nächste Forschungsobjekt, dem Sie sich widmen? Wir haben noch circa eine Minute. Ja, wir sind morgen schon wieder unterwegs und ja. Also es reißt nicht ab. Wir versuchen derzeit also in tiefer liegende Teile hineinzukommen. Okay, ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute, auch natürlich toi, weil es ja nicht ganz ungefährlich ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht in einem Jahr oder so wieder oder wenn es halt dann angebracht erscheint, ein Update machen können und wieder mal über Ihre Arbeit sprechen, die sich ja ständig entwickelt. Und es kann jeden Tag kann eigentlich der Sensationsfund passieren, der wieder ein Riesen-Puzzleteil mehr. Stimmt, ja. Weil ja, würde mich freuen, wenn wir das in Zukunft wiederholen könnten und danke vielmals für dieses sehr spannende Gespräch. Ich danke Ihnen. Das nächste Mal CropFM findet statt am 25. Februar 2011. Zu Gast ist Alexander Wagand und es geht um das Räuchern. Ein bisschen anderes Thema als heute. Die Hintergründe einer uralten Tradition wollen wir hier nachspüren. Alexander Wagand über eines seiner Lieblingsthemen, das Räuchern. Freue mich schon sehr am 25. Februar. Bis dorthin, danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Macht es gut. What would happen? I didn't hear you say.